Die wichtige Lösung ist, so wie es ein Gesetz in der Stadt gibt, wie man ein städtisches Grundstück verwaltet und bebaut, genauso muss es ein Gesetz geben, das auf Anreizen für die Landwirte basiert. Dass, wenn du ein Grundstück besitzt, wenn du ein landwirtschaftliches Grundstück besitzt, ein Mindestgehalt an organischem Anteil vorhanden sein sollte. 3% gelten als Minimum für den organischen Anteil. Wenn das nicht vorhanden ist, wird das mikrobielle Leben nicht überleben. Wenn das mikrobielle Leben nicht überlebt, wird das Leben auf diesem Planeten nicht überleben. Also wir brauchen Gesetze, aber man kann keine Strafgesetze machen, sondern es müssen Gesetze sein, die Anreize schaffen. Landwirte, die ihren organischen Gehalt auf 3% organischen Anteil in ihren Feldern erhöhen, müssen substanzielle Anreize erhalten und dann können die Industrie und Wirtschaft ein System für Emissionsgutschriften ausarbeiten, das eine zweite Ebene von Anreizen darstellt. Die dritte Ebene von Anreizen wird sein, wenn Lebensmittel auf Böden mit hohem organischen Anteil angebaut werden, dass diese ein höheres Niveau auf dem Markt finden, das bessere Nährstoffgehalte für die Menschen schaffen wird und eine bessere Gesundheit und Gesundheitsvorsorge für die Menschen und viele andere Vorteile für das Leben schaffen wird, in Form von gesunden und glücklichen Menschen, die kreativer und produktiver sein werden. Also das sind die drei Ebenen von Anreizen, die wir entwickeln, bei dieser COP15 entwickeln müssen. Und wir müssen sie zu einem Teil nicht nur von der Elfenbeinküste, sondern auch von der gesamten Welt machen, dass Landwirte diese Anreize erhalten sollen. Und es gibt auch ein großes Problem, dass gegenwärtig nicht viele Menschen in die Landwirtschaft einsteigen, weil es nicht lukrativ genug ist. Es ist wichtig, dass ein Landwirt mindestens so viel verdient wie ein Arzt, Ingenieur und Anwalt oder wer auch immer. Also sonst wird jeder in die Stadt ziehen. Niemand wird auf den Bauernhöfen leben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Menschen auf dem Land leben, denn das Land ist die Grundlage unseres Lebens.